Hallo Leute, Zeit für gruselige Videos. Ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt. Los geht's. Folgendes Video ist ziemlich interessant und wurde im paranormalen Bereich von Reddit gefunden. Nutzer NavyFriend gibt an, dass eines seiner Familienmitglieder etwas wirklich Seltsames auf seiner Sicherheitskamera in seinem Haus aufgezeichnet hat. Er und seine Familie hatten schon länger das Gefühl, dass das Haus verspukt ist, da sie des Öfteren laute Geräusche wahrnahmen, für die es nur selten eine Erklärung gab. Sogar Gegenstände in der Küche wurden nachts oft bewegt. Die seltsamen Geräusche sind auf jeden Fall gruselig, aber was man im Hintergrund erscheinen sieht, ist noch eine Nummer gruseliger. Die Familie glaubt, dass es sich dabei um den Geist handeln muss, der schon länger ihr Haus heimsucht. Sieht aus wie jemand mit einem komischen alten Hut auf. Leider erkennt man nicht viel mehr, da die Lichtreflexion sehr stark ist. Bleibt auf jeden Fall ein kleines Mysterium, was genau der Ursprung dieser Heimsuchung sein könnte. Diese Videos wurden mir via E-Mail weitergeleitet und ursprünglich vom jungen Vater Wade Lanigan aufgenommen, welcher zusammen mit seiner kleinen Tochter in einem angeblich extrem verspukten Haus lebt. Kurz nach ihrem Einzug hatte der junge Vater das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte mit dieser Bude. Mehr und mehr merkwürdige Ereignisse nahmen ihren Lauf, im Speziellen nachts. At the end of this video, you okay? Daisy. Get in the car. Get in the car. Er bemerkte, dass ein seltsames, dunkles Wesen ihn vom Inneren seines Hauses anstarrte, während er selbst noch einmal vom Auto aus in Richtung des Hauses blickte. Seiner Meinung nach war in diesem Moment klar, dass es sich hier um etwas Bösartiges handeln musste, welches ihn um jeden Preis aus dem Haus haben wollte. Wer weiß. Der nächste Fall wurde von The Dark Dimension geteilt und das Team gibt an, dass einer ihrer Zuschauer, Jocelyn Leo, ihnen eine ziemlich schauderhafte Einsendung geschickt hat. Anscheinend war die Frau an diesem Abend auf dem Weg zu einer Hochzeit und sie hielten nach einer Weile an einem kleinen Laden an, um ein paar Dinge einzukaufen. Der Laden ist direkt an einer Kreuzung, an der viele fatale Autounfälle passiert sind, über die letzten 10, 20 Jahre. Die Frau beschloss, ein schnelles Foto für ihre Facebook-Seite aufzunehmen und zu teilen, während sie noch geparkt vor dem Laden wartete. Sie war während der Aufnahme alleine im Auto. Jedoch bemerkte eine ihrer Facebook-Freunde, dass da wohl noch jemand hinter ihr saß. Sie war ziemlich geschockt, als sie die Helligkeit des Bildes erhöhte. Und ihr klar wurde, dass da eine extrem gruselige Erscheinung hinter ihr auf dem Rücksitz zu sitzen schien. War es vielleicht eine der verlorenen Seelen, die Opfer einer der vielen Unfälle wurde? Kurz darauf erschien aber noch ein Video, welches von der jungen Tochter der Frau aufgenommen wurde. Es wurde auf dem Instagram-Profil ihrer Familie hochgeladen. Aber auch dieses Mal schien es so, dass noch jemand anderes im hinteren Teil des Autos anwesend war. War es vielleicht derselbe Geist? Ziemlich albtraumhafter Gedanke und ziemlich verstörend zugleich. Ich würde vielleicht das Auto wechseln für eine Weile.
folgender Fall wurde von Breakman geteilt und dieser hatte eine E-Mail von Luis Rojas González erhalten, welcher ihm erzählte, dass deren Sicherheitskamera, welche außerhalb ihres Hauses in Lima, Peru angebracht ist, wohl eines Nachts anfing, eine Aufnahme zu speichern, da die Kamera wohl Bewegung inmitten der Straße bemerkt hatte. Das war ziemlich eigenartig, da die Aufzeichnung fast eine Stunde lang ging und man dort ein seltsames Objekt erkennen konnte, welches wohl der Grund für die lange Aufzeichnung war. Der Mann gab an, dass er es für ziemlich unwahrscheinlich hält, dass es sich hierbei um einen Käfer oder eine Reflexion handeln könnte. Daher vermutete er fast, dass es wohl eine Art paranormale Erscheinung war. Das Objekt wirft sogar einen Schatten, der ab und an auf der Straße sichtbar wird, welches ein Käfer fast komplett ausschließen würde. Am Ende wird wohl aber leider unklar bleiben, was genau in dieser Nacht aufgezeichnet wurde. Sehr seltsam auf jeden Fall. Folgendes Video wurde von Danny Ramirez geteilt, welcher zur Zeit der Aufnahme an einem Truckstop auf Highway 97 eines Nachts geparkt hatte. Der Stop wurde direkt vor einem großen Waldabschnitt errichtet und es ranken sich in dieser Region einige Legenden um die mysteriöse Bigfoot-Kreatur, die wohl ab und an gehört und sogar gesehen werden kann, wenn immer es durch die Büsche schleicht. Danny wurde in dieser Nacht von den lauten Geräuschen, welche direkt aus dem Wald stammten, aufgeweckt. Und folgendes wurde nur wenige Sekunden danach aufgenommen. Started to hear stuff out here, and we were on 97 on the rest stop. And I don't know. I don't even want to stick my arm out the window. Manche Leute glauben, dass es sich dabei vielleicht nur um einen Wolf, Elch oder Bären handeln könnte. Aber Danny hält das für ziemlich unwahrscheinlich und glaubt, dass es kein gewöhnliches Tier war. Man kann natürlich nicht genau sagen, was er in dieser Nacht aufgenommen hat, aber auf jeden Fall ein sehr beunruhigendes Video. Der nächste Fall wurde wohl von einer Urlauberin in Polen aufgenommen, die ein ungewöhnlich dunkles Flugobjekt bemerkte, welches zu dem Zeitpunkt direkt über ihr zu schweben schien. Sie parkte sofort ihr Auto, griff ihr Handy und begann aufzunehmen. Sie war sich zuerst nicht sicher, ob es vielleicht nicht nur ein komischer Vogel war. What is that? It's just floating in the sky. This is some crazy stuff. What is going on? Sie gab außerdem an, dass das Objekt wohl nach einiger Zeit des Schwebens einfach in der Ferne verschwand.
Es erinnert mich ehrlich gesagt ein wenig an den Black Knight Satellite, von dem vor einigen Jahren ein paar mysteriöse Bilder und Videos auftauchten. Echt schwer zu sagen, was genau das war, finde ich. Dann gibt es noch einen weiteren komischen Vorfall, welcher von einem Mann in Oregon aufgenommen wurde. Das Video stammt von November. Und angeblich wurden dieselben Lichtbälle von verschiedenen Leuten auf der ganzen Welt gesichtet. Leuchtende Orbs, die sich unabhängig voneinander am Nachthimmel bewegen. Und es ist ausgeschlossen, dass es sich hierbei um Drohnen handelte. Man sieht zuerst nur zwei leuchtende Bälle, als auf einmal ein dritter auftaucht. Der Mann ist der Meinung, dass dies ein weiterer Beweis für UFOs ist. Glaubt ihr das auch? Dieser Clip wurde von einem jungen Mann in Mexiko aufgenommen, welcher die Nachtschicht in einem lokalen Hotel in seiner Heimatstadt arbeitet. Er war zu der Zeit gerade eine Rauchen und machte eine Pause vor dem Hintereingang des Hotels. Dieser führt zu einer Gasse, in der meistens rein gar nichts los ist, vor allem so früh am Morgen. Jedoch bemerkte der Mann ein komisch langes Objekt am Ende der Straße und zückte daraufhin sein Handy. Er denkt, dass es vielleicht ein Wesen aus einer anderen Dimension sein könnte, welches man nicht mit bloßem Auge hätte sehen sollen. Er hat es so etwas zuvor noch nie gesehen und gibt an, nicht wirklich an Geister zu glauben. Diese Nacht jedoch ändert vielleicht seine Ansichten diesbezüglich.